Hallo zusammen, da sind wir wieder in den Woodlands bei The Walking Zombie 2. Zweiter Teil des Let's Plays. Wir sind mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ein bisschen was haben wir ja schon geschafft. Wir gehen jetzt erstmal natürlich wieder zu Boris und gucken mal nach, was die Nebenquest so sagt. Ich stelle mich natürlich neben hier unseren grimmigen Kollegen, der uns das ein oder andere Mal schon ein bisschen grob zur Seite geschubst hat. Mal gucken. Dem wollen wir natürlich aus dem Weg gehen. Hattest du Erfolg? Es war die Hölle. Natürlich hatten wir Erfolg. So, mehr war es gar nicht. Das war nur noch das Abgeben der Quests vom ersten Teil. So, was können wir denn beim Händler machen? Jetzt dreh das Hühnchen durch. Mein Gott, sind die alle drauf hier. Was haben wir hier denn? Wir haben Silberschrott. Wir können Silberschrott schön verkaufen. Das machen wir auch. Weg damit. Geht wieder was rein. Hier sind auch schöne Waffen drin. Handbuch für Erste Hilfe. Nö, das brauchen wir, glaube ich, alles noch nicht. Wir lassen das auch so. Mal gucken, was wir uns da selber noch erspielen können. Wir machen zuerst mal Frankie fertig. Mal sehen, ob da noch was kommt. Wie schaut's aus? Erledigt war ein Kinderspiel. Ja, wir haben die Granaten geworfen in der Fabrik und die Zombies getötet. Das hat auch alles geklappt. Ah, ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Hast du Zeit? Was denn noch? Wir haben einige Probleme in der Nähe mit der alten Mine. Von dort kommen viele Zombies. Klar, sag mir das. Wir müssen die Mine zerstören. Ich erkläre dir alles unterwegs. Kein Problem. Wonderful. Und der Älteste. Kannst du schon schießen? Ich habe einen Job für dich, aber zuerst musst du etwas Erfahrung sammeln. Klar. Ich brauche einen Freiwilligen, der das alte Haus im Westen erkundet. Ja, damit... Wir unterhalten uns am Abend, wenn alle schlafen gehen. Aha. Ich treffe dich heute Abend am Lagerfeuer. Der Abend. Hast du mich gesucht? Ja, setz dich hin. Wir haben ein ernstes Problem und sind letzte Woche die Vorräte ausgegangen. Okay. Was? Uns geht's doch großartig. Sieh dir das Gulasch an. Du willst nicht wissen, woraus das gemacht ist. Oh, nö. Aber ich denke, dass wir morgen gut schlafen werden. Der Winter steht vor der Tür und wir müssen uns so gut wie möglich vorbereiten. Also, muss ich Vorräte aus deinem alten Haus holen oder ich werde als Bestrafung gegessen? Kommt das in etwa hin? Als ich das mit Frank besprochen habe, schlug er vor, dich zuerst zu essen. Was für ein Idiot. Will mich sonst noch jemand essen? Das ist schwer zu sagen, aber ich habe gehört, wie Layla gesagt hat, dass du süß wie Honig bist. Aha. Und wir haben ein kleines Alkoholproblem, aber nur ein kleines. So. Guten Morgen. Oh, es gibt Fertigkeitspunkte, es gibt etwas Gold und es gibt Vorteilspunkte. Das machen wir doch glatt. So. Fertigkeitspunkte wieder 5. Also ich glaube, das mit Sprache ist schon ganz gut. Das setzen wir immer mal... Oh. Da war ich wieder zu schnell leider. So. Mit der anderen, mit dem rechten Stick machen. Wir setzen auch die Schusswaffen ein höher. Laserwaffen haben wir noch nicht. Nahkampf geht noch ein höher. Verteidigung und Handel weiß ich noch nicht. Schloss knacken. Naturfreund erhöht die Chance, zufällige Begegnungen aus dem Weg zu gehen. Keine Ahnung. Wir nehmen erstmal heilen. Und wir haben einen Gratispunkt bekommen. Und das sieht so aus, als ob wir dauerhaft dann aktiv einen Vorteil freischalten. Guter Schüler, du lernst schneller als andere überleben. Mit jeder neuen Stufe erhältst du einen Fertigkeitspunkt. Wir könnten lesen. Endlich kannst du lesen. Mit diesem Vorteil kannst du jedes Buch oder jedes Magazin lesen. Du kannst die Tiersprache. Du kannst nicht nur mit Menschen, sondern auch mit einigen Tieren reden. Okay. Plünderer.
Wenn etwas einen Wert hat, kannst du es verkaufen. Ja. Okay, da bekommen wir mehr. Begabt. Eieiei, es gibt eine ganze Menge. Okay, einige Sachen werden auch erst später freigeschaltet. Also, wir möchten entweder lernen wir schneller. Wir können lesen, aber wozu sollte ich lesen? Ich tippe mal, dass ich noch gar nicht vielleicht die Sachen finden könnte, die jetzt nicht unbedingt dann lesbar sind. Wir nehmen den guten Schüler. Nicht lang schnacken, der mit dem guten Schüler. Ja. Ach so, weil ich was kaufen könnte oder warum? Warum zeigt er mir das an? Er zeigt mir ein Geschenk an. Bloß, ich weiß nicht, wo dieses Geschenk sein soll. Wenn ich das jetzt kaufe, bringt mir das nichts. Ich hab's gekauft. Ja, aber ist doch egal. Ne? Das ist doch egal. Habe ich hier noch irgendwas, was ich... Gut. Gut, Freunde, das hat schon wieder lange gedauert. Ne, wir fangen dann wieder an mit der Nebenquest. Wir gehen zuerst ins alte Haus und danach in die Forschungsstation. Oh. Begegnung vermeiden? Stell dich der Begegnung. Halbnackt verwunderte Frau. Ich habe mal zufällig einen Knopf gedrückt. Also eine halbnackt zufällig verwundete Frau, bitte. Was geht denn hier ab? Kann ich euch eigentlich anlocken, indem ich euch jetzt alle hier so an das Fass locke und dann aufs Fass schieße? Jawohl! Hier gibt's nichts. Ich schau woanders nach. Ja, machen wir. Weg mit dir. Du hast Essen gefunden. Sehr. Oh Gott. Jetzt kommen sie aber alle hier, wa? Nach draußen müssen wir. Okay. Kommt da einer? Ja. Jawohl. Erkundung des alten Hauses ist abgeschlossen. Sehr schön. Das heißt, wir können die Hauptmission machen. Eingang, Forschungsstation. Sehr schön. Bin mal gespannt, was da auf mich wartet. Wie viele Zombies. Und wie ihr alle festgestellt habt, kann Björn auf der Switch A und B nicht auseinanderhalten. Deshalb haben wir die halbnackt verwundete Frau nicht getroffen. Okay, wir sind zu zweit unterwegs. Cool. Da draußen sind ganz schön viele Zombies. Such gar nicht erst zu schießen oder Granaten zu werfen. Hier ist eine stille Herangehensweise erforderlich. Okay. Wie sieht der Plan aus? Nimm diesen Baseballschläger. Hol dir diese Raketen und jage den Eingang zur Mine in die Luft. Das schützt das Gewaltgebiet vor Zombie-Angriffen. Hört sich gut an. Gibst du mir Deckung? Klar, ich gebe dir von dem Auto aus Deckung. Danke. Tolle Deckung. Du bist so gut. Danke. Ja. So.
Wir brauchen dich. Ja. Was? Nein! Dafür. Los jetzt. Rein da. So, ich musste sogar noch einen Schritt weiter gehen. Okay. Normale Schadenszone, dreifache Schadenszone. Okay. Wissen wir das auch. There are a lot of zombies here. Don't even try to fire weapons or throw grenades. Ja. This requires a silent approach. What's your plan? Warum auch immer. Okay, und jetzt habe ich den Baseballschläger auch in der Hand. Laufen wir hier einfach durch. Wir hätten hier den ganzen Müll zur Seite, dann vermöbeln wir sie hier schön. Du stehst gar nicht erst auf. Du darfst das nicht aufstehen. Bleib da liegen. Wir gönnen uns die Raketen. Stehst du hier auf einmal so? Jawohl. Oh, tschüss. Jawohl. Zerstörung der Minen. Jetzt kommen wir wieder in die Woodlands zurück. Wie gesagt, bis jetzt natürlich alle Aufträge noch nicht schwer. Aber ich kann immer nur wiederholen, es macht Spaß. So, die Nebenquest kam vom Ältesten. Was ist nun mit dem Haus? Hast du irgendwelche Vorräte gefunden? Hier sind viele Vorräte. Toll, der Winter steht vor der Tür, deswegen brauchen wir so viele Nahrungsmittel, wie wir kriegen können. Nimm Frank mit und bring alles Nützliche hierher. Kein Problem. Frankie Boy, wie schaut's aus? Quest abgeben und es gibt wieder ein bisschen Cash. Sehr schön, 2150 haben wir jetzt. Ja, und nur so nebenbei, Ace ist gerade angekommen. Er ist der berühmteste Zombie-Killer in diesem Gebiet. Klar, sag's mir. Rede mit ihm. Vielleicht hat er einen Job für dich. Jawohl, danke. Wo ist Ace? Ah, guck mal, Ace steht... Ace, geil. Ace steht auch mit seinem Ace-Mobil da. Aber wir sprechen jetzt noch mit Layla. Hi, was ist los? Hast du etwas Zeit, um mir zu helfen? Was denn noch? Ich suche Vorräte immer auf dem Gelände der zerstörten Fabrik. Aber jetzt ist es durch die Strahlung verseucht. Könntest du... Die sind alle sehr, sehr unhöflich und schubst mich weg. Quetscht dich wieder einer dazwischen. Könntest du da hingehen und das Gebiet von Zombies säubern? Als Belohnung zeige ich dir auch, wie man seine Wunden heilt. Das wäre... Also sehr nett wäre das. So, was haben wir noch? Frank hat noch eine Aufgabe für mich. Hey, ich suche einen Job. Wüsstest du etwas? Die Müllhalde in der Nähe verseucht unser Wasser. Erzähl mir mehr. Du musst dorthin gehen und das verseuchte Wasser in dem zweiten Reservoir pumpen. Okay, da kümmern wir uns drum. Und Ace? Ich weiß, dass du hier etwas Arbeit erledigt werden musst. Bitte, was? Okay, wir haben Gebietsverteidigung, wir haben eine Zombiejagd. Die Zombiejagd verdreifacht den... Ja, das nehmen wir doch gerne. Du willst noch mehr? Hast du etwas anderes? Ich weiß, dass hier etwas Arbeit erledigt werden muss. Okay... Ach so, die erste Quest ist abgeschlossen. Und jetzt können wir die Gebietsverteidigung machen. Oder was? Oder habe ich jetzt beide angenommen? Oh, zu viel. Ne, okay. Hier, okay, bei dem habe ich jetzt wohl beides angenommen. Gucke ich mir gleich mal an. Jetzt gehe ich noch einmal zum Händler. Wenn das Huhn mich lässt. Stelle mich mal hier so neben. Was haben wir denn hier? Im Rucksack haben wir wieder Lederschrott, der verkauft werden kann. Und er verkauft dann auch immer gleich alles. Okay. Stufenaufstieg, Level 4, 6 Fertigkeitspunkte, 10 Goldmünzen. Oh, es geht richtig, richtig ab jetzt gleich hier. Aber als allererstes verteilen wir 6 Gratispunkte. Und zwar verteilen wir die auf 1, 2,
3 bei der Sprache. Ja, ist einfach so, es muss sein. Schießen kommt einer drauf. Dann kommt auf jeden Fall Verteidigung einer drauf. Und Strahlungswiderstand. Weil ich ja gleich den Auftrag machen soll, der mit Strahlung zu tun hat. Dann können wir das doch erstmal machen, ne? Wo fangen wir an? Wir fangen einfach beim alten Haus an. Da geht's jetzt los. Jawohl. Da, 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 da. Ab wieder mal ins alte Haus. Du wartest hier? Er wartet hier. So. Die Waffe, also so ohne anzuzoomen, schockt die richtig. Kann man gut hier die Zombies wegballern. Schön critical. Gut, der ist weg. Wo sollen wir jetzt hin? Bitte bleiben Sie weg. Bitte, ich mach hier nur irgendwas. Oh. Hallo. Bitte. Zombie-Mutter. Ist so richtig was los hier. Zack. Die die Solarmodule sind auf dem Dach. Okay. Finde eine Leiter. Ich hab die Leiter. Gerade noch ausgewichen. Gerade noch. Hab das genau gehört. Muss leider anlegen. Leider verwenden. Bin oben. Und einladen. Ja, okay. Doch, da kommt noch einer. Aber der wird wohl nicht mehr rankommen, weil wir haben es geschafft. Sehr schön. Als nächstes geht's zum Schießstand. Ja, wir arbeiten uns einmal drumherum, bis es dann wieder zur gesamten Questabgabe in die Woodlands geht, in die Hauptzentrale. So, was haben wir hier? Finde den unterirdischen Eingang, säubere das Gebiet. Sie sind hier gerade über den Zaun gefallen. Geht's ihnen gut? Angetrunken. Ein Zombie muss irgendwo hier noch sein. Irgendwo. Ich weiß zwar nicht, von wo du gerade gekommen bist. So. Jawohl. Oh. Natürlich. Hier unten lohnt sich das doch, glaube ich, gar nicht für euch rumzugammeln. Ist doch nichts zum Fressen. Meine. Uiuiuiui, warte mal. Wir wechseln einmal. Wo sind wir denn hier? Hallo? Ist das jetzt ZDF oder was? Okay, hier muss ich gar nichts machen. Okay, hier geht's ein bisschen schneller. Danke. Reingehackt, ein reiner Hacker.
Finde den Kanister. Okay. Dann suchen wir mal noch schnell den Kanister hier. Frag mich, wo ihr herkommt. Nach oben und... Achso, hier ganz normal in den... In den Schießstand rauf. Ein Glück ist der Hund auch langsam. Ja, schreckt er mich trotzdem. Und? Sollen wir wieder nach unten zum Betanken? Okay. Spawnt ihr also nach. Ist aber auch kein Problem. Das ist halt das Gute. Er macht das automatisch und ich könnte es dann einfach verteidigen. So. Jawohl! Transport radioaktiver Abfälle ist abgeschlossen. Sehr schön. Gut, Freunde. Das war's schon wieder für heute. Beim nächsten Mal geht's dann weiter. Zerstörte Fabrik, da sind Aufgaben. Banditenunterschlupf sind Aufgaben. Und zu Hause von Ace. Wir sehen uns. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo, ein Like da und teilt es. Euch allen noch einen schönen Tag. Tschüssi.